Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier wieder in Sniper Elite 5 und ich möchte euch heute zeigen, wie man den Möller mit einem Headshot, mit einem Kopfschuss tötet. Das Ganze klingt jetzt erstmal gar nicht so wild, gar nicht so schwer. Das Ganze muss aber mit mindestens 600 Meter Entfernung passieren. Ich habe das Ganze so gemacht, ich habe mir den Herrn Möller jetzt erstmal hier markiert mit dem Fernglas. Der steigt jetzt hier in sein Auto ein, fährt eine gediegene Runde. Das Ganze kann einige Minuten dauern. In der Zeit kann ich euch mal mein Scharfschützengewehr zeigen. Haha, in Sniper Elite 5 natürlich richtig klasse. Aber hier geht es um die Einstellung. Ich habe das mal 8 genommen und stelle mir das jetzt vorab schon auf 600 Meter ein, damit ich nachher nicht nach oben oder nach unten kalibrieren muss. Jetzt lasse ich den Herrn Möller erstmal eine ganze Weile fahren. Das dauert und dauert und dauert, glaubt mir. In der Zeit kann ich euch schon mal zeigen, wie es weitergeht. Der Herr Möller wird jetzt hier eine ganze Weile fahren, die ganze Strecke entlang. Und wenn der ungefähr hier vor diesem Haus ist, rechts von dem eigentlichen Ort des Geschehens, oder wenn er hinter dem Haus verschwindet, mache ich ein Autospeichern. So muss ich mir diese ganze Fahrt, wenn es gleich misslingt mit dem Schuss, nicht andauernd und immer wieder angucken. Das heißt, ich gucke mir den jetzt schön an, wie der hier durch die Gegend fährt und warte, bis der hier hinter dem Haus verschwindet. So, jetzt lege ich mir hier meinen Speicherstand an, Spiel speichern. Ganz einfach gemacht. Und jetzt geht's weiter mit dem Schuss. Man braucht da eine sehr ruhige Hand. Man kann mit dem Fernglas nochmal draufhalten. Oben rechts steht die Meteranzahl. Das geht jetzt schon in Richtung 600. Jetzt kann ich also anfangen mit dem Gewehr schon zu zielen. Scratch one. Aye, away you go. Good riddance. There's plenty more where he came from. So, what next? Well, Charlie here owes me a drink. And Paris won't liberate itself.